Am späten Dienstagabend sorgt ein Feuer für große Aufregung in Breitenbach am Herzberg im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Anwohner erzählen von einem lauten Knall. Eine Verpuffung am Ofen wird vermutet. Bestätigt ist das nicht. Innerhalb weniger Minuten steht das Gebäude direkt neben dem Feuerwehrgerätehaus in Vollbrand. Zwei Männer können sich zum Glück rechtzeitig aus dem Gebäude ins Freie retten. Ein 44-jähriger Mann wird leicht verletzt. Auch Bürgermeister Volker Jaretz ist vor Ort und macht sich ein Bild von der Lage. Eins ist sicher, es waren zwei Vereinsmitglieder hier im Gebäude drin, die sich aber noch rechtzeitig nach außen begeben konnten. Einer von beiden ist nur leicht verletzt. Er befindet sich also in medizinischer Vorsorge im hiesigen Klinikum in Bad Hersfeld. Die Familienangehörigen sind soweit informiert, aber ihm ist erstmal soweit nichts geschehen. Der Rathauschef ist schockiert. Gerade auch die Vereine auf dem Dorf haben es derzeit nicht leicht. Ja, das ist ein kommunales Gebäude, das gehört der Gemeinde Breitenbach am Herzberg. Wir haben das also vor einigen Jahren an den hiesigen Knüllgebirgsverein, das heißt unser örtlicher Wanderverein, verpachtet, die in diesem Gebäude bis jetzt ihr Vereinsleben dort gestaltet haben. Und das drückt mich natürlich umso mehr und stimmt mich auch sehr traurig, dass infolge der Corona-Pandemie das Vereinsleben in den Dörfern, in unseren Dörfern zum Erliegen gekommen war. Und jetzt kommt das noch obendrein hinzu, dass nun auch der Knüllgebirgsverein, der Wanderverein hier in Breitenbach, seine Heimat, sein Domizil verloren hat. Aber auch hier werden wir zunächst mal übergangsweise nach Lösungen suchen, um dem Wanderverein dort die Möglichkeit zu bieten, das Vereinsleben wieder, sagen wir mal, jetzt in Ordnung zu bringen. Die örtliche Feuerwehr wird gegen 22.45 Uhr alarmiert. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Breitenbach am Herzberg und mehreren Ortsteilen sowie später auch von der Feuerwehr Bad Hersfeld löschen den Brand. Alarmiert wurde ein Dachstuhlbrand und wo wir hierher kamen, hat sich dann gezeigt, dass das schon in voller Ausdehnung der Dachstuhl gebrannt hat. Einige Atemschutztrupps sind im Einsatz. Die starke Rauchentwicklung erschwert ihre Arbeit. Immer wieder lodern Glutnester auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung lägen nicht vor. Die Ermittler haben bereits in der Nacht ihre Untersuchungen aufgenommen. Die Wanderer vom Knüllgebirgsverein in Breitenbach am Herzberg haben am Dienstagabend ihr Vereinsheim verloren. Das Gebäude ist wohl komplett zerstört. Osthessen News. Sehen, was bewegt.